Ja, Sonntagmorgen hier am Trainingsgelände des VfB Stuttgart. Im Hintergrund sieht man noch Andreas Hinkel, wie er mithilft, die Bälle aufzuräumen. Gerade fand das Training für die Spieler statt, die gestern nur kurz oder gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Andreas Hinkel hat es geleitet, weil, Sie haben es vermutlich schon erfahren, Taifun Korkut nicht mehr Cheftrainer des VfB Stuttgart ist. Mal wieder hat es den Trainer nicht geschafft, nach einer erfolgreichen Phase den VfB in ein sicheres Fahrwasser weiterzuführen und vor allem eine Entwicklung in Gang zu setzen. Ja, das war der ausdrückliche Wunsch der Vereinsleitung, Vereinsführung. Nach der frühzeitigen Rettung mit Hilfe prominenter Neuzugänge, kostspieliger Neuzugänge, da den nächsten Schritt zu gehen, vor allem spielerisch voranzukommen. Das war nicht gegeben. Die letzten Spiele haben gezeigt, diese Entwicklung findet nicht statt. Gestern in Hannover natürlich eine ganz krasse erste Halbzeit, schon aufstellungstechnisch natürlich ein deutliches Signal. Es wird wieder defensiv angegangen, das Spielerische steht nicht im Vordergrund. Ich glaube, dass und dann die Leistung entsprechend danach, das war natürlich ein Hauptgrund nochmal, der die Zweifel zementiert haben an der Arbeit von Trainer Taifun Korkut. Insofern ist es konsequent, jetzt diesen Schritt zu gehen, auch wenn er wieder aus vereinspolitischer Sicht natürlich schmerzlich ist, weil eben diese langfristige Arbeit wieder nicht geleistet werden kann. Was jetzt passieren muss, der Verein hat eine gewisse Zeit jetzt, es ist Länderspielpause, Andi Hinkel ist zumindest einer da, der es für eine Zeit machen kann. Er steckt aber noch in der Fußballlehrerausbildung, ist also eine Übergangslösung. Danach braucht es wirklich einen überzeugenden Kandidaten. Und natürlich steht jetzt im Vordergrund, schnell da unten rauszukommen, den letzten Tabellenplatz zu verlassen und dann wieder ins sichere Mittelfeld vorzurücken. Allerdings bin ich ganz klar der Meinung, darauf darf nicht nur das Hauptaugenmerk liegen. Der VfB ist angewiesen auf eine Entwicklung dieser Mannschaft. Die Mannschaft hat auch das Potenzial, sich spielerisch zu entwickeln und Beispiel wie in Werder Bremen mit dem Florian Kohfeldt zeigt, dass Stabilisierung, Klassenverbleib und spielerische Entwicklung sich nicht ausschließen müssen. Darauf sollte Wert gelegt werden, jetzt, wenn es darum geht, einen neuen Trainer zu holen. Welche Kandidaten dann ins Spiel kommen? Klar, Weinzierl ist ein Name, der gespielt wird. Ralf Hasenhüttl ist sicherlich ein Top-Kandidat. Ob er allerdings aus der Champions League zum Tabellenletzten wechselt, das sei mal dahingestellt. Der VfB-Sportchef Reschke hat angekündigt, viele Gespräche zu führen zu wollen, dann eine Entscheidung bekannt zu geben. Die muss überzeugend sein, sonst gerät auch Michael Reschke zunehmend unter Druck.